Ich glaube, wir hätten gar nicht erst hierher kommen sollen. Das ist das, was ich meine. Er kann es einfach nicht, du. Er legt mir einfach die Blumen hier hin und dann ciao. Süß, oh, die sind so hübsch. Was hat er noch mitgebracht? Womit habe ich das heute verdient? Oh mein Gott. So, dann würde ich sagen, hau ich mal jetzt rein, ne? Ist da jemand aufgewacht, Mr. Duty? Na, bist du durstig? Ich arrangiere das nochmal jetzt hier ein bisschen neu, weil da halt so viel Grünzeugs dazwischen ist. Irgendwie habe ich da jetzt keine Lust da drauf. Was machen wir heute? Hm? Wir kriegen morgen Gäste. Das heißt, Bude muss auf Vordermann gebracht werden. Sam ist gerade auf Wohnungssuche. Und das alles nur, weil mich das hier so bedrückt. Ich fühle mich einfach nicht so gut in dieser Wohnung. Es hat eine schöne Küche, ja. Aber was bringt dir eine geile Küche, wenn es dich so bedrückt, ne? Mund auf! Ich sehe auch schlimmer aus heute, ne? Aber du liebst deine Mutter auch so, ne? Aram, Sam, Mund auf. Pudel. Sami hilft mir gerade beim Putzen. Beziehungsweise er putzt und ich gucke zu. Ich habe einfach keine Lust. Ich habe hier Hamza auf dem Schoß. Er kann ja auch mal was tun, ne? Ich wohne ja hier nicht alleine. Er wohnt ja auch mit hier, deswegen darf er auch ab und an mal putzen, ne? Und das Wohnzimmer ist immer sein Revier. Hier darf er sich austoben, hier darf er putzen, bis das Zeug hält. Mal gucken, wie lange es dauert, bis er sich beschwert. Ich putze hier alles. Gördüğünüz gibi parmak izi, el izi ve tozlanmadan kaynaklanan herhangi bir leke kalmıyor. Lauf, kleine Raupe, lauf! Hamzas Ansporn, mal ein bisschen zu krabbeln, ne? Krabbeln, nö. Aber er will laufen die ganze Zeit, ne? Er will nur laufen, deswegen habe ich jetzt was bestellt. Das zeige ich euch dann nächsten Mitvlog, was ich da bestellt habe. Putzaktion ist beendet. Ich habe geduscht mit Hamza zusammen. Ich habe ihn einfach auf meinen Schoß genommen. Schön gebadet. Ich habe eine ganz kurze Frage an euch. Ihr seht ja, ich hatte hier so ein Grün drin, das wäscht sich jetzt langsam raus. Irgendwie wäscht sich das überhaupt nicht raus. Und hier ist natürlich noch dieses Stückchen blond. Soll ich es einfach abschneiden? Soll ich es abschneiden? Dann bin ich weg. Dann habe ich meine eigene Naturfarbe. Dann ist dieser Scheiß hier unten weg. Oh, ich habe Angst, dass es so kurz wird. Guckt mal, es ist doch ein ganzes Stück, ne? Aber dann... Oh, ich weiß nicht. Ich habe jetzt gerade 4 Logos für Bakko bekommen. Weil, wenn ich mit Bakko weitermachen will, und das will ich wirklich, dann muss was Neues her. Ich muss mich von dem Alten trennen. Sami sieht das jetzt gleich das erste Mal. Ich bin so gespannt auf die Reaktion. Ich will die Logos sehen. Vielleicht könnt ihr ja mit abstimmen. Ist das eine Bische? Ja? Okay. Oh, gesund. Okay, ich habe es mir jetzt genauer angeguckt. Das fand ich eigentlich ganz gut. Die finde ich ganz gut. Die finde ich zu klassisch. Hier bei dem Logo finde ich, merkt man nicht, was es ist. Die finde ich ein bisschen zu boring. Die finde ich gut, aber dies bezieht sich ja nur aufs Backen, weil ich bin ja Backen und Kochen, also Bakko. Und ich würde jetzt zu dem hier tendieren. Was meint ihr? Dann würde ich sagen, Abstimmung 1, 2, 3 oder 4. Sami geht eben uns was zu essen holen, weil ich hatte jetzt natürlich keine Zeit zu kochen. Ohne Worte. Aber guck mal, wie schnieke. So sieht jetzt übrigens die Couch hier aus und ich finde, das sieht jetzt nicht doof aus. Passt eigentlich ganz gut. Ich werde jetzt nur noch hier die Kissen umändern in Blau, wobei es sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus, oder? Oder was meint ihr? Habt ihr mein letztes Video gesehen? Da hat Sami 10 Fakten über mich erzählt und ich habe den Rest erzählt. Und jetzt erzähle ich euch eine Fakte, die ihr nicht wusstet. Ich bin Cola-süchtig. Cola-Album, ne? Da war dir. Bir tane mi içeceksin? Kendine mi alacaksın sadece?
Mm. 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 Einen wunderschönen guten Morgen. United. Wir wollen jetzt zum Arzt, weil die angerufen haben, dass wir wieder zur Kontrolle müssen. Und da wollen wir jetzt hin. Mal gucken, da wird wahrscheinlich gleich Blut abgenommen. Du kommst in den Impfung und es wird nochmal Blut abgenommen. Haben wir jetzt gar keine Lust darauf, ne? Man sieht schon, oh Gott, drei Stück. Ja und? Dann wird jetzt nicht daran sterben, dass wir jetzt hier Blut abnehmen. Die Mode. Das piekst jetzt einmal. Pieks. Ja, hat gepiekst. Super. Super, ist ja toll. Super. So, das ist jetzt da, wo wir gerade waren. Jetzt ruhen wir uns hier ein bisschen aus. Und Hamza hat das so toll gemacht. Hallo, wir sind jetzt auf dem Weg nach Kappadokien. Eigentlich befinden wir uns jetzt nicht mehr in Istanbul, sondern wir sind in Aksaray. Aksaray ist so circa 1,5 Stunden, 2 Stunden von Ankara entfernt. Und mein Schatz hat mir eine kleine Überraschung gemacht. Hast du mir eine kleine Überraschung gemacht? Ja. Na, auf jeden Fall fahren wir jetzt dorthin und ich zeige euch dann, was es da so Geiles gibt. Ich bin schon sehr aufgeregt, weil ich war selber auch noch nicht da. Und die erste Nacht oder ein Tag, das erste Mal so richtig ohne Hamza, auch die erste Nacht ohne Hamza. What? Mal gucken, wie das wird. Ob wir es aushalten, ob meine Brüste explodieren, wie wir das dort finden, wie das Hotel da ist, weil das sind ja diese Stein, diese Höhlengegend da und ich bin sehr, sehr gespannt. So, das ist jetzt unser Zimmer. Oh Gott, es regnet. Scheiße. Was ist das denn? Du bist ja süß. Es ist hier gerade so dunkel. Oh, das ist ja süß hier gemacht. Wie ihr seht, das ist gerade so ein... Evet, sana sürpriz yaptım. Süß. Ach, das hast du gemacht. Okay, ich nehme alles zurück, was ich damals immer über meinen Mann gesagt habe. Ja, wir haben so ein Pech, Leute, ne? Oha! Oh! Scheiße! Ey, Leute, ich schwöre, ich habe immer so ein Pech. Ja, jetzt sind wir hier für einen Tag und wir haben so ein Scheißwetter. Ich habe das Gefühl, ich werde manchmal vom Pech verfolgt und irgendwie wollte ich hier so einen schönen sonnigen Tag mit den Heißluftballons verbringen, schöne Fotos machen, schön was essen gehen, romantische Tage, einen schönen Tag mit meinem Mann machen. Ich weiß jetzt nicht, was wir bei diesem Wetter noch machen sollen. Ich habe noch nicht mal eine Regenjacke oder so mit, weil als wir losgefahren sind, war das noch relativ sonnig. Steigen normalerweise die Ballons hoch, die heute natürlich nicht steigen, weil so ein scheiß Wetter ist. Guck mal, da sind Menschen. Das ist eigentlich im Sommer, es ist bestimmt richtig schön hier. Çıkmışlar lan oraya. Ich bin jetzt hier bewaffnet mit 2 Regenschirmen. Es hat ein bisschen aufgehört. Jetzt können wir leider nicht so viel machen, weil das alles so Plätze sind, wo offen ist. Also keine Bedachung. Oh Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Ich werde jetzt erstmal was essen und dann schauen wir mal, was wir gleich noch machen. Ja, wir sind jetzt im Restaurant, haben ein bisschen was bestellt. Mal gucken, haben wir richtig Hunger. Der Ausblick ist hier fantastisch. Leider sind hier keine Ballons, die wir jetzt filmen können. Aber ich zeige euch gleich noch mal den Ausblick. Ich zeige euch gleich noch mal den Ausblick.
Ich kann selber töpfern, aber das war nix. Da wird dir nur gezeigt, wie getöpfert wird. Ist natürlich cool, aber die wollen dann natürlich auch nur was verkaufen, ist ja klar. Brötchen. Brötchen. Ja. Ja, wenn es sonnig wäre, wäre es echt schön jetzt gerade hier, aber es ist leider nicht. McDonald's. Okay, da können wir gleich mal halten. Ah, Spaß. Es ist gerade scheiße kalt. Ich habe keine Jacke mit. Hier sollte es eine Brücke geben, dort. Ich habe Urlaub und darf jetzt essen, was ich will. Oh mein Gott. Ich habe hier einfach mal so drei Cheesecake-Variationen und einen kalten Hund mit drei Bananenscheiben. Leute, ich bin so voll gefressen. Kann mich bitte einer ins Hotel rollen? Boah, ich dachte diese kleinen drei Stückchen, aber die haben es echt ganz schön in sich gehabt da. Und, wie geht's dir? Lass doch mal diese scheiß Handy hier weg, ey. So, was haben wir jetzt für den ganzen Spaß bezahlt? Ah, 37 Kartoffeln. Okay. Ich hasse es, wenn... Ich hab's voll vergessen. Ich hab vergessen, für Sammy seine Sachen einzupacken. Das heißt, wir haben jetzt keine Unterwäsche für ihn. Keine Unterwäsche, keine Schlafsachen, gar nichts. Da wollen wir jetzt ein Unterhöschen für ihn holen. Wir gucken einfach mal. Wir haben kein Unterhöschen gefunden. Wir sind wieder zu Hause. Ich weiß ja auch nicht, ob man zu Hause, ja, im Hotel. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man uns erkennen kann. Ich habe mein Abschminkzeugs vergessen. Ey Leute, wenn man wasserfestes Make-up hat, ne? Es geht nichts ab, nichts. Ich habe schon alles versucht, aber das ist jetzt noch der Rest, der drauf ist. Und meine Augen, die burnen gerade richtig, ey. Hab noch ein bisschen was zu tun, muss noch ein paar Bilder bearbeiten, Video schneiden, das Übliche. Und ich muss natürlich meine Brust abpumpen, weil die Milch, meine Brust explodieren gleich. Ich glaube, wir hätten gar nicht erst hierher kommen sollen. Weil Hamza ist jetzt auch noch krank geworden. Jetzt fahren wir wieder zurück. Wir haben es nicht mal 2 Stunden hier verbringen können. Ich glaube, es hätte von Anfang an so sein sollen. Unser Kind ist natürlich wichtiger, deswegen fahren wir jetzt wieder zurück. Ich weiß auch nicht, was er hat. Mal sehen. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt ein trauriges Ende des Videos. Und... ich glaube, ich verbreite hier irgendwie nur schlechte Laune. Ja, das ist das Leben. Ich will fahren jetzt zurück und ja, ich würde jetzt sagen, ich beende das Video. Falls ihr meine letzten beiden Videos noch nicht gesehen habt, könnt ihr das gerne hier tun. Und hier dürft ihr mich abonnieren und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.